Hausanzugbereich haben wir eigentlich seit Jahrzehnten PE-Leitungen, die wir einsetzen über die verschiedenen Generationen, die es gab, PE der ersten Generation, das dickwandige Weiche, alles Mögliche, und sind jetzt seit knapp 20 Jahren im PE 100 unterwegs. Und da war es eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass wir irgendwann mal im Bereich der Hauptleitung auch auf PE gehen würden, weil wir davor bis 2012 nur PVC eingesetzt haben. PVC war eigentlich kein schlechtes Produkt, aber ist natürlich aufgrund seiner wenigen Elastizität immer gefährlich. Wenn es dann zum Rohrbruch kommt, gibt es meistens einen Riss, meistens in Längsausrichtung. Und aufgrund des Innendruckes der Rohrleitung zu massiven Wasseraustritt und damit meist zu relativ massiven Schäden an der Oberfläche. Relativ viel Straßenbau, an der erneuert werden musste, teilweise auch Keller geflutet, weil in der kurzen Zeit an sehr viel Wasser ausgetreten ist. Und das war für uns auch ein Argument zu sagen, wir wollen ein einheitliches System, also komplett PE, nicht nur Hausanschlussleitung, sondern auch die Hauptleitung. Um aber letztlich dann 2012 die Entscheidung treffen zu können, ob wir beim PVC bleiben oder ob wir zum PE gehen, haben wir erstmal Musterbaustellen gehabt, wir haben erstmal Musterbaustellen gerechnet, wo gehen wir denn finanziell hin und welche Alternativen haben wir, und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass wenn wir zum Schweißen gehen, wir sehr viel Material anschaffen müssen, ob das Schweißgeräte sind, ob das die Fahrzeuge, teilweise die Fahrzeuge zu klein, wir hätten andere Fahrzeuge kaufen müssen. Haben wir aber dennoch die Mitarbeiter erstmal alle zu den Stadtwerken nach Lüdenscheid geschickt, jeder für sich einzeln, um mal einen Tag dort einen Einblick zu kriegen, was ist denn der Trinkwasserversorgung und der Gasversorgung im PE Schweißen, was bedeutet das? Denn irgendwas nur aufstülpen, um ja einer Vorgabe Genüge zu tun, und die Leute sind davon aber nicht überzeugt, ist im Grunde genommen völlig witzlos. Und jeder einzelne Mitarbeiter, der zurückgekommen ist, war so negativ eingestellt zum Schweißen, dass sie gesagt haben, Schweißen kann für uns nicht die Lösung sein, neben den finanziellen Aspekten der ganzen Equipments anzuschaffen. Dann kam durch Zufall auf der Messe, in der Hausmesse von der HTI Hortmann in der Siegerlandhalle in Siegen, wurde das Material vorgestellt in der Kombination Rheinland Ritz mit PE-Rohr. Und dann gesagt, das ist die Technik, die sich für uns als richtig darstellt. Stecktechnik, die sie eigentlich kannten aus dem PVC-Bereich. Und diese Technik wurde einfach nur auf PE übernommen. Riesenvorteil, dass die Muffenverbindungen jetzt längst kraftschlüssig sind und nicht wie in der Vergangenheit die Gefahr besteht, dass wenn man im Nachgang mal irgendwo wieder gräbt, dass dann die Leitungen auseinanderfliegen, sondern dass wirklich das PE-Material längst kraftschlüssig verlegt ist. Eigentlich genau wie das Schweißen auch, nur eben ohne Schweißen. Ansonsten ist da überhaupt keine Distanz zum Material. Das ist der große Vorteil. Wenn einer Klavierrohr verlegen kann oder ein, was weiß ich, ein PP-Rohr, der kann auch genauso gut das Rohr verlegen. Ist ja wirklich keine Hexerei. Also vorher haben wir PVC verlegt und haben uns dann überlegt, dass wir in dem Bereich ein neues Material verwenden. Haben dann länger überlegt, ob wir schweißen wollen. Dann wurde uns Rhino Grip vorgestellt und dadurch konnten wir halt feststellen, dass das für uns eine gute Verlegetechnik ist. Und, die großen Vorteile darin sehe ich, dass man halt die Wasserleitung direkt in Betrieb nehmen kann, ohne abzusanden, ohne dass irgendwie noch eine Lage Schotter draufgelegt werden muss. Man ist nicht temperaturabhängig und wir sind so sehr zufrieden mit dem Rohr.